Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive. Ich wollte erst gegen die kämpfen, aber dann wollte ich doch nicht gegen die kämpfen, aber was soll's. Wir müssen sowieso ein bisschen hier leveln, also nicht leveln, aber unsere Dinger lernen. Boom. Alter. Warum bist du ja sich nochmal? Wir müssen ja sowieso noch unsere Fähigkeiten hier alle lernen und so, ne? Ein bisschen kochen müssen wir auch noch. Also, es ist nicht so, als würden wir hier komplett Zeit verschwenden oder so. Hoffe ich jedenfalls. Also ja, machen wir einfach ein paar Gegner auf dem Weg hin, platt, ne? 980, das dauert noch ein bisschen von Level ab. Ja, du bist am meisten entfernt. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber okay. Ach, komm mal her, wer auch immer da aufgetaucht ist. So, wir müssen zu, wie heißt die eine? Dagren oder irgendwie so, seine Stadt. Weil wegen Gilden und so, ne? Wir wollen eine Gilde erstellen anscheinend. Und er ist irgendwie Stadt der Gilde, so wie ich das mitbekommen habe. Also ja, gehen wir dahin und mal einen kleinen Abstecher, bevor wir jetzt diesen einen Wald gehen müssen, was hier Alexei uns aufgetragen hat. Manchmal neue Sachen hier. So, verborgene Welle. Was ist denn das? Drachenschwarm. Verborgene Welle haben wir nur zweimal bisher eingesetzt. Okay, jetzt erstmal die mal ein. Die Attacke. Oder hätte ich Dings einsetzen können. Aber ich muss mich noch daran gewöhnen, dass hier sowas aufploppt. So, Erfahrungsanteil. Verdammt. Was? Hiervon. Cool, können wir uns einen anderen Schild ausrüsten. Verteidigung 2, Widerstand 2. Sehr gut. Gut, wir müssen noch mal mehr leveln, damit wir mehr Dings bekommen hier. FP, die hast auch FP, so wie in Kingdom Hearts 3. Bei Kingdom Hearts muss ich halt mich dann gewöhnen, weil das sonst immer AP heißt und hier heißt halt bei mir jetzt FP. Ich hasse jetzt, wenn Spiele so was machen. Macht Final Fantasy auch hier in letzter Zeit. Ja, super. Geile Anwendung von einem Überlimit. Ich hasse jetzt irgendwie, wenn Videospiele irgendwie so Begriffe ändern, die schon irgendwie sich eingebürgert haben und dann irgendwie ist halt irgendwie was vollkommen au, was anderes. Final Fantasy EKP oder HP, ich glaube HP hießen die immer, ne? Also Lebenspunkte halt, ne? Er hieß in, weiß nicht, 10, ich glaube 10 Spielen oder irgendwie sowas. Ich glaube entweder HP oder KP. Ich glaube HP. Ja, manchmal KP und dann also auf einmal TP. In den neuesten Spielen, also soll halt Trefferpunkte, ja. Von Hitpoints leitet sich das ab, ne? Übersetzung, das ist die exakte Übersetzung, aber ich bin auch voll dämlich. Muss doch nicht ja alles übersetzen, Mann. Alter. Ich weiß nicht, ob er... Oh, Rita. Lebensheiler, okay. Sorgt für, das ist eine Fähigkeit, die nützlich sein wird. Der heilt sich nach jedem Kampf hier. Ich weiß zwar nicht, ob komplett, aber hoffentlich komplett. Automatische Arznei. Hey, warte mal, du hast schon wieder alles gelernt.
Gut, Kotaro plus 1 Steigattacke. So, du hast auch schon alles hier, merke ich gerade. Ja, du kannst jetzt gerade nichts Besseres ausrüsten. Zauberabwehr plus, und sie hat noch eine ganze Menge Sachen. Halber Kindschatzzauber. Automatische Arznei. Das ist doch bestimmt hier. Ab und zu werden beim Erleiden von Schaden Heilzauber angewendet. Was? Ja? Nutzt TP, um den Schaden zu erhöhen. Was? Okay. Das klingt nicht nach etwas, was ich haben möchte. Aber gut zu wissen. Na, komm her. Also, wenn ich da in diese eine Gildenstadt hier hinkomme, dann sind wahrscheinlich schon wieder neue Klamotten hier zur Verfügung, ne? Da will ich dann schon... Ey, was ist das für ein Kack? Ich setze ja meine Überattacke ein und so, und die können dann einfach unterbrechen. Das ist irgendwie ein riesiges Problem für mich in diesem Spiel, ey. Die Charaktere, die werden von allen unterbrochen. Aber warum setzt du Dings ein, obwohl wir, ich glaube, wir waren alle noch fast voller AP und die setzt Krankenschwester ein. Gibt es jetzt einfach nicht. Estelle, please. Sonst gehen alle die TP aus hier. Ich habe schon wieder nicht gecheckt irgendwie, ob wir irgendwie mit ihr gemeistert haben, und der rennt schon wieder weg. Er fällt die ganze Zeit am Boden, ey, und dann kann ich dem wieder mit die Hälfte meiner Angriff nicht treffen, ey. Ich liebe es, wie er so angesprungen kommt. Automatische Arznei. Ich glaube, wir kriegen ja mehr LP oder so, ne? Ah, sie hat's gemeistert, gut. Ja, ist irgendjemand anders kann irgendwie Fisch mit Miso Soße. So. Aber da muss auch hier auf Screen irgendwann mal erledigt werden. Ja, komm. Ja, gut. Mal gucken, wie viel LP wir danach bekommen. Boom, frisst das. Und wir, ihr bricht das schon wieder ab. Ich meine, im Overlimit in anderen Spielen war doch so, dass man am wenigsten hier Dings ist, ja, immun vor Treffern. Also man wird getroffen, man nimmt Schaden, aber man wird nicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich meine, das war in den, also in allen Spielen, Tales of the Abyss war jedenfalls so. Weiß ich noch genau, glaube ich. Ja, vielleicht muss man irgendwie eine Fähigkeit oder so erst lernen. Ne? Aber man muss erst eine Fähigkeit oder so lernen. Aber so geht das einfach nicht. Das ist voll kacke. So, wir müssen sogar hier durch, okay. Trifft sich gut. Habe ich erst gedacht, was war das? Aber so mitten aus dem Nichts. Und aus dieser eine Typ nur hier. Kann ich irgendwie mit dem sprechen und so gucken, wo? Okay. Der Mann ist dann in die andere Hafenstadt, ne? Weil wir müssen ja für den irgendwie so Bescheid geben. Hey, den Kollegen geht's gut. Den hat Chat. Heißt er, glaube ich, ne? Ich nehme mal an, das ist in der anderen Hafenstadt. Weil wir waren ja gerade. Also gerade in der letzten Folge da, und da war nichts. So, nehme ich mal an, wir müssen zur anderen Hafenstadt, wo wir gerade nicht hingehen können. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Wie Geld habe ich? 3000. Ja, ich habe alles hier, ne? Jeder Peitsche plus CS Leder habe ich schon wieder nicht.
Oh, mir fehlen wieder so viele Sachen. Ja, kann ich auch nicht herstellen. Katzenareif. Oh, Wunderstrot. Habe ich den nicht schon? Ja, brauche ich ihn dafür. Das kann ich mir ja leisten. Glaube ich. Oder auch nicht. Wieso nicht? Ich hoffe, das bleibt noch für eine lange Zeit aktuell. So, Dingens hier. Nö. Das hier hätte ich gerne. Kriegen wir mehr Geld nach dem Kampf. So, will ich jetzt extra hier für Rita noch ein Dings herstellen? Ein Katzenreif oder so? Ja, komm, guck mal, wie viel wir davon haben. Gut. Ja. Dann gehen wir mal hier noch ein bisschen pennen. Und dann sind wir wieder vollgerüstet. Oder hier passiert irgendwas. Die Straßen der Stadt sehen zwar hübsch aus, aber das Leben der Leute ist überall gleich. Juri? Wieso bist du denn so spät nachts noch wach? Ich konnte nicht schlafen, ständig habe ich draußen Geräusche gehört. Sogar um diese Uhrzeit sind alle noch kräftig an der Arbeit. Nun, das machen sie bestimmt nicht, weil es ihnen Spaß macht, weil sie Spaß daran haben. Wenn sie nicht ständig arbeiten, können sie ihre Lebensunterhalt nicht bestreiten. Und obwohl sie jetzt, obwohl sie sich abschuften, haben sie größten Mühe, über die Runden zu kommen. Das ist ja schrecklich. Alter. Geht's dir gut? Schon lange hat so eine Mini-Tasche mit sich rumgeschleppt. Wie seine Art gehen, nicht wahr? Bleib mir ja vom Leib. Oh. Ich sehe sogar die sehen schon direkt, dass sie eine Prinzessin ist. Die Erfahrung hat sich leider gelehrt, Adligen und dem Reich zu misstrauen. Es ist nicht gegen dich persönlich gemeint, Estelle. Versuche es dir nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ich frage mich, ob man daran vielleicht etwas ändern kann. Ich weiß nicht, es ist nicht leicht. Flynn selbst gibt sich größte Mühe, etwas zu ändern. Gehen wir zurück und ruhen wir uns aus. Also bestimmt alles irgendwie so Teil von irgendeiner Quest oder so. Wir machen nicht umsonst solche Sachen. Glaube ich jedenfalls. Ich möchte mal da oben hingehen. Ist in diesem Einzimmer jetzt irgendwas? Vielleicht ist da irgendwas. Vielleicht ist ja da irgendwas, ne? Gehen wir mal gucken. Vielleicht ist da ja was. Aber nur vielleicht. Nee. Okay. Scheint es ja irgendwie überall zu regnen, oder bin ich mir nur ein? Immer wenn die Blastias kaputt gegangen sind. Nee, das ist nur Zufall, ne? Ich war gerade beim Essen, da konnte ich nicht hingehen. Ich hab gerade Brotzeit. Also ich verlangen dann, wenn ich gerade esse, dass ich dann mich um einen Drachen kümmere oder so. Muss noch nicht mal, dass es die gibt. Da habe ich nichts zu sagen, ne? Dann gehe ich wieder. Ich zünde nur das hier kurz an. Nichts dagegen habt. So, dann gehen wir mal weiter hier. Hier geht es dann wahrscheinlich zur anderen Seite raus, ne? Und dann können wir ja was hat da hinten schwarzer Rauch, obwohl eher blauer Rauch, ne? So, ihr seid Level 17, ich bin Level 24. Irgendwas stimmt doch ja nicht. Oh. Okay, der hat gerade voll in die Fresse bekommen. Geht in sein Ding ist gleich weg. Kitscher Treffer machen. Verdammt. Ja, Essen hätte ich vielleicht kaufen sollen. 4 LP. Wir können leider nicht sehen, was hier für Dinger wir brauchen. So, wir können. Was? Ja, okay, oder ja, und sagen, wie komme ich jetzt hier runter?
Na, geh weg, bevor du mich von hinten angreifst, gehe ich lieber auf dich los. Bevor du mich von hinten nimmst, nehme ich dich lieber von vorne. Oh, Manero LP 2019. Zitat Ende. Boom. So, bist da. So, wer bricht mir jetzt schon ab? Niemand, gut. War gerade im Mondzahn? Ja, sie hat ja so einen Angriff, ne, der so aussieht wie Dämonenzahn. Heuler, dann heul doch. Ist irgendwie, weiß ich nicht. Bescheuerte Beleidigung, die man zu jemanden sagen kann. Dann heul doch. Ja, okay, dann mache ich das auch vielleicht. Objektwerfer, ich kann jetzt anderen Leuten Objekte gegen das Gesicht werfen. So, jetzt hat er alles, ne? Gut. Ist das Schwert besser? Nö. Ne, das sind die Echse. Das hier ist im Angriff Beweglichkeit. Dann halt. Also ich eben das ausgerüstet, ne? Tun wir mal das hier ausrüsten. Kreuzkonter, Objektwerfer. Spotten, verarzten. Soll man vielleicht darauf achten, ja? So, lass mal hier wechseln. Er hat so alles gelernt, gut. Dann kann ich wenigstens mal sehen, ob irgendwie... ob er voll geheilt wird nach dem Kampf oder so. Lass mich mal ganz kurz okay, das Schalz, Diebstahl, Schattenzahn. Sehr gut. Also Listenschuppe. Stimmt, ich habe ja Diebstahl. Was ist das? Überhaupt eine Arcana? Ja, ne. Muss man von ihm die Dings hier einsetzen. Ich wollte ich klauen. Irgendwie hält er sich nicht hoch. Gar nicht ausgerüstet, boah. Nein. Rückschritt, verarzten, Objektwerfer, Zauberabwehr. Boom. So, komplett. Wenn komplett, dann wäre cool. Will mal ausprobieren. So, erstmal den hier. Das ist einer Kana da. Explosives Art. Sehr cool. Nicht mitbekommen, wie das Ding heißt, aber... Na, R2, ich habe R2 gedrückt, Mann. Okay. Nicht voll auf jeden Fall. Er wird jedenfalls nicht voll geheilt. Da so, gehen wir erst zu diesen riesigen. Ich dachte, der hat sich bewegt da drin. Ne, ne, ne. Nee. So, oh, endlich mal wieder Sonne. Oh, bist du neu? Du bist neu. Nö. Schwarzer Basilisk. Eigentlich auch voll dämlich diese Attacke und wird sich hinter den ja teleportieren. Geil. Finger weg von der. Ach so, hier gerade vom Heilen ja abgehalten. Ich glaube, ich spinne.
Da ist ein Blocken, er hält einfach nur sein Foto über auf dem Kopf. Ja, jetzt ein bisschen geil. Oh, ich habe kein. Sauber Abwehr plus. Ah, perfekt. Na, sollen wir erst diesen Mist hier lernen oder? Na komm. Aber das hat nicht so lange gedauert bei Repeat, ne? Tun wir sie mal raus. So, du bist definitiv neu. Oder? Philly, Hila, keine Ahnung. Philly, Helia. So, dann noch. Gegen Heuschrecke. 12.000 haben sie schon. Ja, hat er überhaupt? Verdammt. Schon wieder vergessen, wo sein Dings war. Hier. Oh, göttlicher Hund. Das ist eine Heuschrecke und kein Gottesanbeter. Wo die eher aussieht wie eine. Ja, die rennen schon wieder die ganze Zeit weg. Oh, deswegen. Ich sehe gerade, ich verbrauche TP. Mit jedem Angriff. Oh. Auch wegen dieser eine Fähigkeit, ne? Haben wir schon, warum sind meine Dinger hier die ganze Zeit so niedrig? Ich finde das so dämlich, ey. Boom. Mach das Ding fertig, ey. Ich glaube, diese Fähigkeit ist so lange ausgerüstet hier, bis ich das Schwert hier entferne, ne? Oder durch oder was immer er ausrüstet. Ich speichere mal. Kann ich das irgendwie nutzt TP? Okay, ich habe letztens falsch gelesen. Dann ich dachte HP halt, ne? Da wäre ein bisschen krass gewesen. Na, wir gehen mal dahin, obwohl das ganz offensichtlich nicht der richtige Ort ist, wo wir hin müssen gerade. Ja, mach mal jemand von meinen, obwohl bringt da nichts. Oh, göttlicher Hund. Oh, ja. Ja, tut aber doch schon so 200 mehr abziehen, habe ich so ein Gefühl. Ja, wenn ich keine Dings danach einsetzen kann, ist das Auto. Magische Betäubung. Oh, sie hat alles. Gut. Was nehmen wir denn? Das ist eigentlich das Beste, was wir gerade haben, ne? Mehr Magie, ja. Gut, wir sind langsam mal hier auf dem neuesten Stand wieder. Also die Sachen musst du nur noch lernen, aber das ist kein Problem. So, tun wir mal hier. Sauber, wer brauchen wir nicht? Jetzt hinten erlitt einen Schaden. In der hohen benötigte Zeit, wenn du zum Taumeln gebracht wurdest. Abwehr beim Zaum durch den Treffer niedergeschlagen zu werden. Automatische Arznei. 20 TP. Ich glaube nicht, dass das was bringen wird, aber soll's. Kann man nicht hin. Alles klar. So, wer bist du denn? Bundesadler.
Was? Federraptor. Boom. Vergesst manchmal, ob man hier springen kann auch. Dann Oldschool Tales Game, wo ich treffe die natürlich nicht, weil die so hoch oben sind in der Luft. Papier. Boah, ist so blöd. Ich kann keine Dingens einsetzen. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich muss das schnell wie möglich erlernen. Das ist ja noch nervig. Na komm hier. Aber bleib doch am Boden. Aber jetzt ist wieder. Oh, ich treffe die nicht. Arg. Und sonst gehen auch alle Gegner immer auf mich los, Mann. Ich verarsche nicht. Ich hole dir die ganze Zeit über und sonst gehen auch immer 10 Gegner auf mich. Ja, verstehe einfach nicht, ey. Der kreist einfach nur über uns. Boah, gegen die Viecher kämpfe ich nicht normal. Ja, da richtig dämlich, ja. Da gegen die Viecher kämpfe ich ganz bestimmt nicht normal. Aber sieht es mit deinen Dingen an aus. Okay, das dauert nicht so lange. Nur gesagt. So, da ich sowieso überall anders rausgeschmissen. Oh. Na komm. Lernen wir unsere eigenen Sachen noch hier. So ein paar Sachen noch. Ich will diese blöde Fähigkeit mit Repeat hier loswerden. Wir verlegen gar keine TP so. Ja, okay, stimmt. Au. Ah. So. So sieht eine Ausweichrolle mit Carol aus. Rollt einfach nach hinten. Ja, okay, Ausweichrolle, ne? Halt. Gut. Dann müssen wir von hier aus halt rein, ne? Viel Geld haben wir, nicht viel. Wir haben immer noch Dutzende Sachen zu verkaufen, ne? Also geht. Na komm, ja. Ich will diese eine blöde Fähigkeit mit Rita und mit Repeat hier hinter mich bringen. Ah, war die falsche. Wesen sind die Viecher nicht so stark. Bin ich gerade so durch die durchgerannt. Bin auch gerade voll durch die durchgerannt. Da bin ich mir nur ein. Bin ich schon wieder ganz blöd. Ja, ich glaube, da war wieder. Schon Treffer, ne? So, wie lange brauchen wir noch? Steigattacke. Oh, sind nur noch die beiden, die hier was lernen. Ja, ich hätte gerne, wenn wir weiter mit dem Spiel machen, diese blöde Fähigkeit hier gelernt, damit wir halt mit Rita hier neue Klamotten ausrüsten können. Voll schwächliche Sachen. Okay, diese Gegner sind jetzt nicht so schwierig. Na, komm mal her.
glaube ich einfach immer und immer wieder an, glaube ich besser. Kannst du es wagen? Ich bin Hund. Oder ein Wolf, ich glaube ein Hund, ne? Ein Wolfhund, ein Hundwolf. Sohn eines Hundes. Ein Hundesohn. Ist die Waffe so schwach oder macht Repeat echt so wenig Schaden? Aua. Du hast gar nichts abgezogen, wie kannst du es wagen? Also ohne Fähigkeiten dauern Kämpfe ganz schön lange. Ey. Oh. Finger weg von der. Alles gut. Alles gut, Carol. Ja, wird noch ein bisschen dauern. Nee. Ja. So, bei ihr könnte nur noch ein Kampf oder so. Die drehen sich natürlich alle um, wenn ich gerade die anlocken will. Das gibt's einfach nicht. Kommt auf mich los. Tschüss. Nein, gegen die Viecher möchte ich nicht kämpfen. Nein, gegen die Viecher möchte ich nicht kämpfen. Nur komm her. Ein bisschen wenig. Passiert zwar ein bisschen wenig hier in diesem Fall, aber was soll's, ne? Muss ja auch mal sein. Ja, hab die gefangen. Boah. Hab ich denn jetzt die 10 TP wieder herbekommen? Aber noch Steigattacke an, oder? So, sie hat Sachen gelernt, gut. Aber auch noch. So, du komm her. Na, warte, du kleiner. Na, natürlich müssen einige von diesen Viechern da sein. Na, gebt ihn hart. Wie kannst du das eigentlich machen? Er hat mich vergiftet. Boom. Wow, 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 wow. Boom. Aber schauen, so, den Mist mal gelernt. Jetzt kann sie wieder was Vernünftiges ausrüsten. Kritischer Zauber, guck dich mal die Werte an von den Dingen. So, das wird natürlich hier, ja genau. Du musst natürlich alles ausrüsten. Okay, sie hat zwei mehr bekommen, wo jetzt den hatten auch mal wieder, ja. Kritische Abwehr, Zauberabwehr. Wir werden das Verwenden von Zauberabwehr erlitten und Schaden. Ne. Hm. Ist jetzt alles nicht so tolle. Ich komme halt nie dazu und ich glaube nicht, dass die irgendwie automatisch einsetzen würden, die Dinger. Also ja. So, Waffe AP plus. So. Das kotzt mich ein bisschen an, dass die jedes Mal angezeigt wird, ey. So, dann Repeat, du gehst mal auf die Bank. Dann ja, ist aber auch fertig damit. Und mit der Welt und so. Nein! Ich sei hier der Pisser. So, jetzt kämpfe ich mal endlich wieder mit Fähigkeiten und so. Ich soll mal gucken, ja. Hat er irgendwie Hammerschuss aufwärts, nette Genesungsschlag, das ist alles, ne?
Man sieht auch bei jedem ungefähr, ob das hier mit ihr Fall unten, Fall rechts, Fall oben macht und so. Das ist gut zu wissen. Okay, was macht das? Ah, gut. Sollte ich vielleicht öfter mal einsetzen. Wahrscheinlich sind alle Bosse dagegen immun, ne? So, rein da. Ich glaube, da wollte schon wieder ein Monster auftauchen gerade. So, es hat hier dieses Draga, was weiß ich, wie das nochmal hieß. Angriff fast die Höhle der Gilden. Da Angriff, sie war aber nicht aus wie eine Höhle. ブラッドアライアンスの印象が悪いせいですよ、きっと。僕もだ悪党なのかと思ったよ。あんたが悪党なら、こいつはどうなんのよ。それもそうだ。さて、マルボスのことはどっから手をつけようか。ユニオンに顔を出すのが早くて確実だと思うよ。ユニオンとはギルドを束ねる集合組織で、5大ギルドによって運営されている。 ですよね。それとこの町の自治もユニオンが取り仕切ってるんだ。でもいいわけ？バルボスのブラッドアライアンスって5大ギルドの一つでしょ？ってことはバルボスに手出したらユニオンも敵に回るな。それはドンに聞いてみないと何とも。そのドンってのがユニオンの親玉なんだな。うん。5大ギルドの元首アルトスクを束ねるドンホワイトホースだよ。 Okay. Ich dachte, mit belebt meinte Juri das sarkastisch. Auf einmal sind ja voll viele Leute. Ja, vorhin war ja nirgends wo jemand. Irgendwie beabsichtigt. Ein bisschen aber kein Markt der Fortuna. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch herstellen können. Ich habe gerade erst meine ganzen Sachen gelernt. Und dann kommt hier wieder ein neuer Laden. Gut, Kampfschwert. Attacke unwirksam. Ich muss ein paar Sachen, glaube ich, verkaufen. So. Er hat schon alles gelernt, ne? Ja. Ein Faser, die White Kling sorgt für Gewicht und Haltbarkeit. Ist aber nicht stärker als was ich gerade habe. Da müssen wir direkt mal gucken. Exo, Schwert hoch, so. Ein erlittenen physischen Angriff ab und zu vor dem Taumeln. Das ist richtig geil. Gut, habe ich sehr gut. Fechtdegen. Warte, das ist besser. Ja, mehr Dingsangriff, ne? Ja. So, S-Stock. Ein S-Stock. Den können wir so lange Estelle geben. Eisenhammer. Ständige Power. Heiliger Reif. Und jetzt geht uns das Geld aus. Also wir müssen ein bisschen verkaufen. Was haben wir denn hier alles? Auch mal wieder ja alles, was wir hier irgendwie 10.000 Mal haben. Und eine Mähne. Und hier von was? Ja nicht irgendwie 20 Sachen von irgendwas brauchen, ne?
die ich letztens alle erst verkauft. So. Ich habe letztens, glaube ich, Sachen hergestellt, ne? Ich habe letztens jetzt Sachen gekauft, ey. So. Gibt's da jetzt einfach nicht, ey. Achso, S-Stock. Den S-Stock. Ich habe runter Stroh gekauft letztens, ne? So, das hier haben wir noch. Ja. Er hatte nichts. Was war Neues? Eisenhammer. Du kriegst das hier. Du kriegst den S-Stock. Ach, der ist auch Steigattacke. So, ja, ich hätte gern Verteidigung lieber. So, haben wir alles. Als Stock. So, Synthese. Was ist hier wieder im Angebot? Surugi 1. Nur um sicherzustellen, gucken wir mal. Ja, da alles schon, ne? Ja. Dann stellen wir das mal her. Ich werde, glaube ich, erstmal hier die Sachen herstellen, ne? Schlagring. Starke Liane, ne? Dann kann ich das jetzt nicht herstellen. Freude 1, 2 und 3. Bastardschwert. Oh, er kann auch Schwert. Werfer vom Kammerjäger. Das kann ich nicht. Carolina Hammer plus 1. So, nein. Oh. Ah, schon wieder Mist gemacht hier. Ja, Peitsche plus 1. 4C ist Leder. Muss ich mal irgendwann gucken, wo ich die ganzen Sachen herbekomme. Ey. So, da brauche ich keine Sache. Verballern. Das ist ein Bogen. Wieso kann ich hier einen Bogen erstellen? Ich habe niemanden, der mit Bogen umgehen kann. So, da fehlt mir Tamagane plus 1. Habe ich da nicht letztens hergestellt? Ja. Na gut. Ich mag so Sachen, von denen man nur so normale Klamotten hier braucht und nicht Waffen oder Rüstung oder irgendwie sowas. So, du. Regenumhang. Wasserfester Stoff. Alles klar. Was ist das? Warum kann ich das nicht? Ich habe kein Geld. Wieder Sachen verkaufen. Weil es ist hochinteressant hier gerade, dieses Segment hier, aber muss halt sein, ne? Habe ich noch ein bisschen, falls ich mich irgendwo ausruhen muss oder so. Ja, dann verkaufen wir eben. Ja, boom. So, wo war ich stehen geblieben? Ja. Ist hier zum Ausrüsten, ne?
So, Dekoration meine ich. So, jetzt muss ich wieder gucken, was kann man hier alles hier ausrüsten. Weil ich ja lieber Stärke plus 2 oder Spotten. Ich glaube, ich hätte eher Attacke unwirksam als erstes. So, Landeschritt, Combo Volt, schwerer Treffer. Cool. Ja, ich muss jetzt hier bei jedem erstmal noch mal hier durchgehen. Kritische Zauber, Objektwerfer zurückdrehen, Abwehr plus. Ja. Ja, ich glaube, ich sortiere mal ein paar Sachen. Aber die Diebesummenge sind besser. Sehr viel besser. Kann ich noch mehr von denen kaufen, bitte? Ja. Geben ein bisschen mehr noch Verteidigung. Noch mal ein paar von denen. Ich glaube, wir werden mal in diesem Part nicht mehr machen, also nicht wundern, ne? So, ich kaufe mal zwei noch. So, Rita. Und zum Beispiel, ja, guck mal, sehr viel mehr Verteidigung. Was kannst du dir ansonsten ausrüsten, ne? Also sie hat irgendwas hier zum Magie erhöhen, aber nö. So, haben wir hier alles. Er hat noch, ja, Regenumhang. Er ist jetzt richtig tanky. So ein Ding ist das. Na komm. Dreck. Na egal. Ich glaube, wir sind jetzt hier alle bedient, ne? Gut. Hallo. Wie mache ich beim Markt Fortuna mit? Da ist eine Truhe. Wie komme ich da hin? Also irgendwo ein Speicherpunkt oder ein Gasthaus oder so. Mal Quellenpart anquenden, ja. Nein, sehe ich ein Gasthaus. Also was war beste Qualität? Bla 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 bla. Mama ist in der Regel eine große Nummer. Ey, ich habe sogar den Gong Don getroffen. So, aber hier kommt eine Katze oder irgendwie sowas. Mag der Fortuna. Halt. Sag nicht, ich habe noch mehr Sachen. Nee. Noch so ein fürs Zell, ja, Alter, die ist auch voll tanky. Warte mal, Gummis, Gummi, Gummi, Gummi. Hab ich eigentlich nicht. Was ist das? Ja, wenn es Kampfes heilt, man kaufen wir ein paar und ein bisschen Essen. Das ist so teuer. Erdbeere. Kommt natürlich erstmal die billigen Sachen. Und da war's. Da ist nichts drin. Das ist volle Ausrüstungsgegenstände. Ja, nimm die doch mit. Das stimmt mit dir nicht. Nimm das Doggerface mit. 400 Gold. Alter. Gut. Ja, wenn mein Part. Meine Stimme geht auch ein bisschen gerade weg, weil ich schon wieder 3 Stunden hier am Aufnehmen bin. Also, ja. 8 Erfahrungspunkte, ehrlich. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Wenn es wieder heißt, Tales of Vesperia,
die Definitive Edition. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, wäre sehr lieb von euch, und tschüss.